Und damit hallo zu einem neuen Let's Play, und zwar diesmal Diablo 3. Ich bin noch ein bisschen spät dran, wie ihr wisst, ne? Also ich habe dieses Spiel echt wirklich noch nie gespielt. Also 1 und 2, klar, natürlich bis zum Ende. Also nicht bis ganz Ende, aber 3 habe ich echt noch nie gespielt. Deswegen würde ich sagen, das ist die Demo-Version. Schauen wir doch mal. Ich meine, das kann man für Umme mal anprobieren. Keine Ahnung, mal irgendwie... Ja, schreien so rum. Ob man dann irgendwie vielleicht... ständig genötigt wird, irgendwas zu kaufen. Ich habe keine Ahnung. Ihr werdet es mit mir erfahren. Aber wir müssen uns erstmal Le Caractère machen. Eine feine Gäse. Was haben wir denn hier? Barbar. Ja gut, das ist der Schreihals. Kreuzritter. Immer ein bisschen erklärter rechts. Dieser stoische Krieger nutzt seine gewaltige körperliche Kraft, um... jetzt herumzuschreien. Um seine Feinde zu zerschmettern. Ja, okay, das ist halt einfach komplett hart drauf. Dann Kreuzritter. Dieser Ordensritter hat sich verpflichtet, die Welt durch Disziplin, Ehre und Wachsamkeit vom Bösen zu läutern. Oh Gott. Nein, das ist jemand mit Haltung. Den will ich nicht. Na, welche Fanatiker. Dämonenjäger. Also, was? Alter, hat er? Was hat er gerade für einen Move gemacht? Achtung, vielleicht macht er gleich nochmal. Wenn die beiden Armbrüste so hoch nimmt. Komm, mach! Mach! Husch! Och, wie geht's mir nicht? Distanzwaffen und Manipulation der Schatten machen diesen Helden zu einem raffinierten Dämonenbezwinger. Also wenn ich nicht Pfeile kaufen muss, finde ich den gar nicht so schlecht. Fände ich den gar nicht so schlecht. Mönch. Ein heiliger Krieger, der schneller ist, als das Auge folgen kann. Aha. Also der Feinde mit präzisen Schlägen beseitigt. Er hat natürlich wieder die Hipster-Bart- und Glatze-Variante. Das ist eher so der Mönch von so Far Cry oder sowas, ne? Totenbeschwörer hat er sehr nett aus. Arthas, guck an. Naja, keine gute Laune. Als Gebieter über die Toten beschwört diese dunkle Priester eine furchterregende Armee und setzt die Mächte von Blut und Knochen ein. Ah, ja. Totenbeschwörer sind gefährlich, die Leichen kontrollieren, Tote erwecken und Feinde verfluchen, um ihnen die Lebensenergie zu erziehen. Mhm. Also, sowas ähnliches wie ein Mitarbeiter in einem Altersheim. Geschützt durch ihre Diener verlassen sich Totenbeschwörer auf mächtige Zauber und Schnelligkeit, um ihre Feinde zu besiegen. Hexendok. Ach ja, wie geil. Ja, ich nenne dich Schakalaka. Boom Schakalaka, also... wahrscheinlich hat der Name wahrscheinlich schon 5000 Mal vergeben sein. Diese Manipulator der Mächte von Leben und Tod nutzt die Macht der Geister auf gewitzte und erstaunliche Art. Mit seiner großen Sammlung von offensiven Zaubern scheut sich der Hexendoktor nicht, sich in den Kampf zu stürzen. Der weise Hexendoktor ruft die Magie der Geisterwelt dabei und beschwört Kreaturen aus ihren Gräbern. Der Hexendoktor nutzt die Kraft des Mannes, um für nicht in den Zaubern zu wirken. Ich komme schon wieder in Spanisch. Das ist natürlich jetzt die langweilige Variante, so wie Barbar oder sowas. Der Meister der temporalen elementaren Energien, die Schöpfung selbst antreiben. Oh Mann, der Zauber kann mit einem formidablen aufgebauten direkten und Flächenzaubern Schaden so ihm widerstehen und ihn vermeiden. Ja, wird halt bunt auf dem Bildschirm, ne? Dann nehmen wir ihn außen Toppets. Innengeschmack. Was ist denn das? Hardcore-Held? Achso, sie können ja keine Hardcore-Helden. Ein saisonaler Held. Joa, das ist mir Schnutz. Nee, das ist mir zu langweilig, ehrlich gesagt. Mit Hilfe seiner schrecklichen Flegel. Sie Flegel! Und Schilde beherrscht der Kreuzritter das Schlachtfeld und läutet die Welt von ihrer Verderbnis. Der Kreuzritter ist in jedem Kampf nur schlier. Fällt sie halt Hordenfeinde stimmen für dich, wenn man so nah und fern. Der Gerechte zwar... Also ein bisschen so Paladin, oder? Also ich hoffe ja, dass der vielleicht irgendwie heilen kann oder sowas. Obwohl es wahrscheinlich... Das Hit geht's. Oh, Alter. Wie nenne ich ihn? Octan. Das ist Octan, mein Dämonenjäger. Geh mal. Der hat gleich diesen Move. Ja, nee, aber jetzt. Hier so. Sorry, das ist echt...
Ich muss den, den muss ich Oktan oder Propan oder Butan, irgendwie muss ich ihn nennen. Schon meine Brüder. Oktan, Propan, Butan. Bin irritiert. Also, entweder Kreuzritter. Weil da habe ich so ein bisschen fern und nah. Das finde ich eigentlich ganz cool, so wie es aussieht. Dämonenjäger ist halt nur so ein. Ah, wie heißt dieser Style mit den zwei Waffen? Ah! Ah, der Gando, Gambo. Na, nee, Gambo war es zum Essen. Das wäre so. Wäre auch okay. Ah, ich glaube, ich den Kreuzritter. Oh. Ja, aber um die. Das geht wohl. Ach, shit. Das geht wahrscheinlich nicht, weil. Reaper of Souls werde ich wohl nicht in die Demo, als Demo kriegen, oder? Merp. Weil dann muss ich ja um die. Um das. Ja, dann macht es ja Klick, dann bin ich im Shop. Dann soll ich Reaper of Souls kaufen. Und natürlich, Reaper of Souls braucht natürlich auch das normale Diablo. Also. Wir können Barbar machen, wir können Dämoniker machen, wir können Mönch machen, können Tod. Den können wir auch nicht machen. Hexendoktor. Oder Zauber. Ich. Ja, komm, oder? Wir machen Hexendoktor. So, mein Hexendoktor. Ja, yes, man. Ich glaube, genau. Der hat bestimmt wieder so einen Jamaika-Akzent oder sowas. Nein, ein Buchstabe fehlt. Boom, Shaka, Laka. Ich habe schon das C weggelassen. Ein Buchshaka, Laka. Buchshaka, Laka. Na gut. Eigentlich, weil Shaka ist ein Doppel-K, oder? Können wir was Lustigeres nehmen? Das ist aber so, wenn ich Namen suche, ich gucke immer so um mich, was hier um mich rumsteht. Und meistens habe ich dann. So, Winkelkatze. Winkelkatze! Wir nennen ihn einfach Winkelkatze. Vergiss es. Neuen Patch. Oha! Entdeckung, ein neues Monster. In Ding will ich sagen, Juario ist ja noch nie. Aber das. Da komme ich wahrscheinlich niemals hin. Niemals! Herausforderungs. Neuer Modus. Herausforderungs. Passt der Text nicht hin. Portale. Okay. Es ist ein neuer Spielmodus. Bestreiten Sie fest mit dem Portal mit einem einzigen Charakter in Wettlauf gegen die Zeit. Vergiss es. Klicken Sie auf Stufe 70. Spielen Sie sich durch Akt 5. Probieren Sie Kreuzritter. Ich will nicht upgraden. Nein. Neue Gebiete. Nein. Zum 19 hat begonnen. Season 1 Helden kann ich auch nicht erstellen, weil ich die Demo-Version habe. Gefährde. Gefährte. Okay, und der schleppt dann mein Zeug zurück, so, Ach, wer ist denn dieser? Ach, der hat. Wahrscheinlich schreien jetzt alle. Irgendwas twitch. Ah! Oh. Na, ist ja wurscht. Ihr wisst, was ich meine. Dieses etwas einfachere gemachte Diablo, der, wo der Hund dabei ist, der einem dann das Zeug zurückträgt. Torchlight. Nicht Twitch. Das ist was anderes. Torchlight, genau, das war. Das Sammelbelohnung. Ja, okay. Ja, also ein bisschen. Ein bisschen Bäuche bekommen, ne? Ein bisschen weniger Gambo essen. So, Winkelkatze. Ja, dann würde ich sagen. Feuer frei. Ich hoffe, ich kann mit meinem Mikrofon-Setup. Vor meinem Gesicht steht ein relativ großes Großmembranmikro. Oh. Ich reise zu Orten jenseits der Vorstellungskraft. Weit weg von den Dschungeln meiner Jugend. Mein Wissen ist sehr gewachsen. Die Leute. Sie denken, ich wurde verbannt.
ausgestoßen bis zum Ende meiner Tage. Sie sagen, ich widersetze mich den Geistern. Doch ich sage, nein, ich folge ihnen. Die Geister zeigen nur mir, dass mit dem Himmelsfeuer das Ende kommt. Sie sagen, dass das nicht sein darf. Ich lebe, um den Geistern zu dienen. Deshalb gehe ich. Außer mir folgt niemand dem Ruf. Was? 20. Geburtstag von StarCraft? Belohnung Gefährte? Bla 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 bla. Oh, okay. So, Steuerung. Der Tod liegt schwer in der Luft. Oh. Der gefallene Stern muss nahe sein. Ich überlege, ob wir vielleicht später sogar noch ein bisschen was an der... an der Grafik vielleicht hochschrauben. Kann ich da drauf klicken? Nein? Willkommen in Neudristram. Schön, danke. Das ist das örtliche Touristeninfocenter. Okay, also WASD brauche ich nicht. Ich mache alles mit Maus. Das ist ein Mauskiller. Sie sind auf ein Monster getroffen. Wenn Sie linke Maustaste, um eure Primärfertigkeit anzugreifen, Fertigkeit zu benutzen, ist die effektivste Art. Fuck. Okay, ich habe ein kleines, niedliches Blasrohr. Das ist. And that's what she said. Kommt nichts raus, ne? Nein. Hm. Jo, okay. Kann ich nicht irgendwie... also Kisten zerschattern oder sowas? Wahrscheinlich keine Sinn. Ja gut, die haben irgendwie noch nichts dabei. Weil das muss ja so klingeling raus... rausfallen. Okay, gut. Also in dem Fall sind wir in ein Fernkämpfer. Mhm. Kommen wir nach Neutristan. Sieht schon geil aus. Die Geister sagen mir, zieh los. Such nach der Wiege des gefallenen Sterns. Also bin ich hier. Er ist in die Kathedrale eingeschlagen. Es gab nur eine Überlebende. Lea. Ihr solltet mit ihr sprechen. Hauptmann Runford, da sind noch mehr! Wir können die Tore nicht öffnen, bis wir sie zurückgedrängt haben. Es kommen immer mehr! Das sind nur so halbe. Mein Geist wächst. Öffnet das Tor. Ich habe noch nie jemanden so kämpfen sehen. Ja. Ihr findet Lea im Gasthaus zum geschlachteten Kalb. Und das alles mit der linken Maustaste. Neue sekundäre Fähigkeit. Ach, ich wollte nicht. Was ist denn das? Umklammerung der Toten. Ruft ghoulische Hände aus dem Boden von... ah, und langsam... ah, oh. Klicken... annehmen. Ah, ja. Also, Und dann... annehmen, mal gucken. Gibt noch kein Loot. Verbrennt diese Leichen, bevor sie wieder auferstehen. Ah, schade, aber irgendwie. Also, ich bugge ja mit dem Mausrad. Bei Warcraft 3 konnte man zum Beispiel mit dem Mausrad immer so reinzoomen. Geht hier wohl. Bild hoch, Bild runter, ging mir hier auch. Ah, nee, das ist hier. Die Kirche von Takarum ist in Ungnade gefallen. Ja. Die brennenden Leichname. Hä? Die Toten suchen uns heim, seit das verfluchte Feuer herabkam. Wir müssen sie verbrennen, nur um sicher zu gehen, dass sie sich nicht aus ihren Gräbern erheben. Ja, das ist tragisch. Brrr. Ich bin gekommen, um mehr über den Fall des alten Tristram zu lernen. Das hier ist näher an der Geschichte der Stadt, als mir lieb ist. So wie der Schäfer über seine Herde wacht.
werde ich mich jener annehmen, die uns beschützen wollen. Hab das letzte Mal, als ich unter der Erde war, ein paar interessante Sachen gefunden. Du solltest sie dir mal ansehen. Ja, das... wo ist eigentlich mein Geld? Verfügbares Geld. Zero. Ja, ich bin gerade ein bisschen knapp bei Kasse. Außerdem brauche ich erstmal eine Hose und ein T-Shirt. Irgendwas zum Anziehen, das ist ja nicht zu glauben. Oh, kein Chronik? Hey. Meine Beutetruhe. Alles leer. Ach, herrje. Ich habe Marco versprochen, ihn zu beschützen. Und jetzt ist er tot. Tja. Wagt es ja nicht, einen Finger zu rühren, um den Wagen des Bürgermeisters zu reparieren. Mein Bruder ist bei der Verteidigung dieser Stadt gefallen, während dieser vollgefressene Feigling versucht hat, wegzulaufen. Aha, Neck der Grubenkämpfer. Ein paar Helden bekämpfen sich gar nicht weit von hier. Wollt ihr mitmischen? Oh, und von mir habt ihr das nicht verstanden? Hey, sprich nicht über den Fight Club. Ihr wollt eure schöne Ausrüstung nicht beschädigen? Darüber müsst ihr euch hier keine Gedanken machen. Genau genommen stirbt ja auch niemand. Enttäuschend, wenn ihr mich fragt. Tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Mann! Ich will aber... was? Wie komme ich da wieder raus? Ich bin absolut... Ha! Hilfe! Ah! Ich werde wohl... Ja, hier. Ich bin barfuß und mit dem Lendenschutz. Ja, der Bürgermeister, guck mal. Bitte, bewegt euren Wagen. Ich möchte vorbei. Wie kannst du es wagen, so mit mir zu sprechen? Ich bin der Bürgermeister dieser Stadt. Ich hab bitte gesagt. Warum wollt ihr fort? Bist du von Sinnen? Diese Stadt ist dem Untergang geweiht. Jeder, der auch nur über einen Funken Verstand verfügt, sollte versuchen, von hier wegzukommen. Wirst du mir helfen oder nicht? Werde ich nicht. Diese Stadt braucht uns beide. Denkt gut darüber nach. So. Gucken wir, ob die Lea finden. Da hinten ist sie ja schon. So. Tristram war einst so ein wunderbarer Ort zum Leben. Meine Familie lebt hier, seit die Stadt aus den Ruinen des alten Tristrams entstanden ist. Aber jetzt, es ist schrecklich. Die geliebten Verwandten, die wir beerdigt und betrauert haben, bedrohen nun unser Leben. The Living Dead. Was steht hier alle so komisch rum? Hab alle Kopfweh. Eine Runde Kopfschmerztabletten, bitte. Seid ihr gekommen, um uns zu helfen? Jo, bin ich. Die anderen Abenteurer auf der Durchreise sahen nicht so tödlich aus. Nicht so tödlich? Guck mich mal an. Ich renne rum ich renne in der Windel. Ja. Egal, was alle sagen. Das Ding, das vom Himmel gefallen ist, war kein Stein. Wegen eines Steins kommen die Toten nicht aus ihren Gräbern. Ihr seid Lea. Der Hauptmann sagt, ihr habt den fallenden Stern überlebt. Das habe ich. Doch er riss meinen Onkel Deckard Cain in die Tiefen der alten Kathedrale. Ich versuchte, ihn zu finden, doch die Toten erhoben sich bereits. Ich kam zurück, um die Miliz zu alarmieren, doch... Passt auf, die Verwundeten! Sie verwandeln sich! Hallo. Für die Wirtschaft ist das der Tod. Ja, wir haben nur ein bisschen Gold bekommen. Nicht viel, das heißt, wir können uns einen Schnitzel und ein Bier leisten. Das ist schon mal eben etwas. Mal den Händler mal fragen. Willkommen im geschlachteten Kalb. Bringt mir alle Schätze, für die ihr keine Verwendung habt, und ich gebe euch ein wenig Geld dafür. Dann könnt ihr schon mal anfangen, auf euren Sarg zu sparen. Die Toten werden uns überwältigen, wenn niemand etwas unternimmt. Ich mach ja schon. Dieses Land ist krank. Doch es kann geheilt werden. Hab Dank. Ihr solltet mit Hauptmann Rumford am Tor sprechen. Er kann euch sagen, was zu tun ist. Sching. Danke.
Achso, gehen wir die andere Seite mal raus. Das ist Leas Zimmer. Darf ich da rein? Also. Schick. Also, das ist von der Wohnfläche her immer nicht so übel. Jetzt krieg ich gleich Ärger. Oh, Leas Buch. Seit 6 Tagen werden wir nun schon belagert. Onkel Deckard wird weiterhin vermisst. Hauptmann Rumford und die anderen verlieren die Hoffnung. Ich sage ihnen, sie sollen nicht aufgeben, aber wenn nicht bald Hilfe eintrifft. Mhm. Leave everything to me! Ich habe dein Tagebuch mitgenommen. Ist okay, ne? Okay. Tschüss. Bis morgen. Tschüss. Danke. Was sind das da hinten noch? Kommode. Ja, hier, ich hab noch nicht mal. Ich hab gerade meine Unterhose. Elite-Soldaten sind ausgerückt. Nur Rumford ist zurückgekommen. Akarat, steh uns bei. Wir hätten niemals auf diesem verfluchten Boden bauen dürfen. Vielleicht hatte Kane recht. Diablo quält uns selbst über den Tod hinaus. Der Tod mag schon bald über uns alle kommen. Nee. Ja. Gut, dann gehen wir hier zum Rumford. Wie kann ich dabei helfen, die lebenden Toten zu bekämpfen? Die lebenden Toten? Also bekämpfen. Aber Hauptmann Dalton und die Miliz wurden von diesen Dingern abgeschlachtet. Nur ich habe überlebt. Durch ihr Opfer konntet ihr alle weiterleben. Ich werde es ehren. Nun, ich habe euch kämpfen sehen. Erledigt die scheußlichen Mütter und ihre Königin. Sie sind diejenigen, die diese Abscheulichkeiten hervorwirken. Sie greifen die Barrikaden an! Stopp. Das ist eine von diesen scheußlichen Müttern. In den Ruinen die Straße hinunter gibt es noch mehr von ihnen. Die Straße herunter. Ne? Inventory? Was ist das hier? Stoffhose. Oh, endlich meine Hose. Ist nicht so kalt. Aber ich sehe nicht wirklich. Hab ich die an? Minderwertiger Beinschutz. Na, danke. Ja gut. Dann würde ich sagen, ziehen wir mal los mit unserem Käsemesserchen, was wir da haben. Und unserer Stoffhose. Wir sind perfekt ausgerüstet. Ey, wow. Gibt es eine Map? Gibt es, ja. Aber ich sehe nicht, wo ich da bin. Das ist ja geil, diese Arme. Na dann machen wir jetzt zack. Ich brauche mehr Zeit. Habe ich irgendwas aufgenommen? Oder habe ich nur neues Wissen? Ich habe nur neues Wissen. Ist das... Naja, es ist immer eine Frage der Perspektive, die Straße runter. Und wer kotzt denn da so rum? Ah, scheußliche Mutter. Das, ach, das war eine... Hä? Ach, es gibt keine Tränke mehr, sondern es ist jetzt... Ah, okay, ah. Und da geht's auch runter. Oh. Kann ich den tragen? Regenerative Stofftunika des Gemetzels. Ach, oh, ich liebe diese generierten Namen. Minderwertige Axt. 3, 1, also. Nee, ist wirklich minderwertig. So geht's nicht. Braucht mehr Zeit. Was habe ich. Wieso mehr Zeit? Geld liegen.
König ist verrückt geworden. Er lässt alles hinrichten, was ihm vor die paranoiden Augen kommt. Keiner von uns ist sicher. Den alten Ruinen. Sind das die alten Ruinen? Weiß ich nicht. Ich gehe mal in den modrigen Keller. Ist auch fast wie eine alte Ruine. So. Die Fässer kann ich... Ja, Fässer kaputt machen. Ganz wichtig. Nee, das geht auch nicht. Ich kann auch nicht drehen, ne? Noch nicht bereit. Das habe ich ja selber. War ich das? Das ist... Diese Kreatur muss sterben. Okay. Braucht mehr Zeit. Ich fühle mich gesegnet. Todesspucker! Kann ich das irgendwie? Ja, kann ich. Puh. So, aber ich würde fast gar sagen, dass langsam wieder eine Zeit für eine Aufnahmepause ist. Wir machen die Folgen hier nicht so lange. Das macht doch Spaß, das macht doch echt süchtig. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis in der nächsten Folge. Ciao.